Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Also, wie versprochen, noch ein Kapitel aus diesem wunderbaren Buch, das nur 7,90 Euro kostet. Als ich neulich mit meinem Freund Gott in einer Jazzbar den Tag ausklingen ließ, unterhielten wir uns über das erste Mal und wie glücklich es uns gemacht hat. Er erzählte mir mit einem Leuchten in den Augen vom Urknall, als ihm zum ersten Mal die Idee eines Universums voller Freundschaft und Liebe einfiel, war er davon so begeistert, dass er unwillkürlich in die Hände klatschen musste. Und schon, fuhr mein Freund Gott grinsend fort, setzte sich die ganze Materie in Bewegung. Quarks und Gluonen führten regelrechte Freudentänze auf. Das hättest du sehen sollen. Zwar hatte er ein Foto gemacht, aber das war durch die Begeisterung leider etwas überbelichtet. Die Wissenschaftler nennen das Nachleuchten des Riesenblitzes die 3-Kelvin-Strahlung. Naja, wir waren ja auch zu dritt, schmunzelte mein Freund Gott. Und dann haben wir Menschen gemacht. Und zu den Klängen von Kind of Blue, the most influential and best-selling jazz record ever made, erzählte er mir vom ersten Sonnenuntergang im Paradies, von der Taufe der Tiere und dem ersten Abendspaziergang mit Adam und Eva. Und je länger ich meinem Freund Gott zuhörte, umso mehr verstand ich von der bildenden Kraft der Hoffnung, die dem ersten Mal innewohnt. Das erste Mal bleibt unvergesslich, es gräbt sich in die Seele ein, es hat Macht. Die Energie des ersten Mals kann, unbedacht genossen, sogar gefährlich sein, warum man sie zuweilen schützen muss. Und dann erinnerten wir uns an meine ersten Male, an das erste Mal beten auf einem Hochsitz bei Kloster Engelthal, zu dem ich eine junge Christin mit den folgenden Worten zwang: Und du, hast du dem Herrn nichts zu sagen? Doch, na klar habe ich dem Herrn auch was zu sagen. Ja, also Herr, ich weiß nicht mehr, was ich da mit hochrotem Kopf gebetet habe, aber ich weiß, dass ich hinterher irgendwie sicherer geworden war. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran, lachte mein Freund Gott herzlich. Wir sprachen über das erste Mal in Sprachenbeten in Königstein auf einer Leiterschaftskonferenz von Jugend mit einer Mission, nachdem Tom und Volker für mich gebetet hatten. Es waren nur zwei Worte, aber sie veränderten mein Gebetsleben nachhaltig. Und auch das erste Mal in Sprachen singen war einfach großartig. Das war in Amsterdam. Floyd McClung leitete uns im Gebet. Es lag eine samtene Stille wie schweres Parfum über dem Raum. Die Zeit schien einen Augenblick stillzustehen. Dann erklangen in verschiedenen Ecken des Raumes knospenhaft einzelne Stimmen. Und auf einmal war es so, als ob eine riesige Hand alle Stimmen in einer sanften Bewegung einsammelte und mit einem gewaltigen Ruck nach oben zog und wir uns plötzlich mitten in einem herrlichen Dom wiederfanden, ausgefüllt mit rauschendem Engelsgesang. Wir schwiegen aber auch nicht über das erste Mal sündigen und das erste Mal Vergebung empfangen müssen. Das erste Mal gebeichtet habe ich in Schloss Kraheim. Ich wusste gar nicht, was ich alles sagen sollte. Und wie betäubt vor Aufregung habe ich auch gar nichts gespürt. Aber als ich von der Beichte wegging, überfiel mich circa 5 Minuten später eine solche Freude, dass ich fast die Treppe runtergefallen wäre. Lass die anderen ihre Sünden ruhig vergessen, habe ich meinem Freund Gott gesagt. Ich lasse mich immer wieder gern von der Erinnerung warnen und genieße deine Gnade wie beim ersten Mal. Das erste Mal wegen Sünde vom geistlichen Dienst suspendiert werden, nachdem ich meinem Pastor mit wackeligen Knien gebeichtet hatte, dass ich mit einer Frau geschlafen hatte, ohne mit ihr verheiratet zu sein. Das erste Mal im Leib Christi verfolgt werden von irgendwelchen wild gewordenen Amtszellen. Das erste Mal von lieben Geschwistern verletzt werden. Das erste Mal versöhnliche Gedanken entwickeln. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben, wie Hermann Hesse es formuliert. Das erste Mal lässt einen nicht mehr los, und das ist auch gut so. Wir brauchen die amazonische, weil von der heiligen Ruach kommende Kraft des ersten Mals als Energie der Neuanfänge.
So erinnerte sich zum Beispiel der verlorene Sohn an seines Vaters Haus, an seinen Ursprung und schöpfte so aus dem ersten Mal die Kraft, umkehren und neu anfangen zu wollen. Wahrscheinlich hat mein Freund Gott es deswegen auch so fett in sein Buch schreiben lassen, vorne und hinten. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Alles, was ist, entsteht aus dem ersten Mal. Darum benutzt mein Freund Gott dafür auch ein ganz besonderes Wort. Das Wort Bara, das nur für das erste Mal gebraucht werden darf, für das Schaffen aus dem Nichts. Und gegen Ende seines Buches schreibt mein Freund Gott: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn schleichendes Alltagsgift mich an den Tod gewöhnen will, dann erinnere ich mich an mein erstes Mal, und das lässt die Schmetterlinge wieder tanzen und gibt mir die Kraft, weiterzugehen. Gnade ist, dass mein Freund Gott mir alltäglich neu erste Male schenkt, beziehungsweise die Rückkehr dazu. Weißt du was, Micky, sagte er zu mir, als wir mitten in der Nacht nach vielen Geschichten glücklich nach Hause schwebten: Lass uns ein Haus in die Ankunft des Tages bauen, in dem der Schrecken der Jahre zu einem Flüstern zerrinnt. Für viele vielleicht zum ersten Mal. Wir könnten es First Love Ambulanz nennen, wenn das nicht schon der Name einer anderen tollen Einrichtung in Frankfurt wäre. Aber die Liebe, die Hilfe und die Auferstehung des ersten Mals sollten darin wohnen. Und dann klatschte mein Freund Gott vor Begeisterung lachend in die Hände. So, das war die letzte Geschichte. Und jetzt Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.